Ich bin ein Maler aus New York. Ich male gerne Leute ab und verlange wenig Geld dafür, obwohl meine Arbeit fast 4 Stunden dauert. Die Leute, die sich von mir abmalen lassen, brauchen Geduld. Doch eines Abends sollte sich was ändern, so dass ich diesen Raum, in dem ich arbeite, nie wieder betrat. Ich spreche ungern darüber, denn es verfolgt mich bis heute immer noch, was geschehen war. Es war bereits 6 Uhr abends, ich wollte mein Lokal oder besser gesagt mein kleines Studio schließen. Da kam ein alter Mann mit einem großen Mantel und einem zerfransten Hut auf dem Kopf in meinen Laden und sagte mit komischer Stimme: "Ich möchte mich abmalen lassen." Ich hatte nichts dagegen, immerhin wartete zu Hause keiner auf mich. Deswegen beschloss ich, ihm den Gefallen zu tun. Meine Sachen hatte ich zum Glück noch nicht eingepackt. Als ich meinen Block aufschlug, fuhr es mir über den Rücken. Und zwar, es war schlimm. Der Mann, der vor mir saß, war genau auf dem Bild, also war als Bild abgezeichnet. Doch der Mann müsste seit 5 Jahren tot sein. Ich hab ihn vor 5 Jahren abgemalt. Er kam es nie holen. Und dann las ich in der Zeitung, dass er gestorben ist durch einen Autounfall. Doch warum sollte er als Geist zurückkehren, um sein Bild abzuholen? Jedenfalls, als ich wieder dahin schaute, war der Mann verschwunden. Und hinter mir schlug eine Tür zu. Ich wusste nicht, ob der Mann noch am Leben war, ob ich mir es nur einbildete, vielleicht träumte. Es verfolgt mich bis heute noch, und ich rede ungern darüber.